und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play. Ich werde für euch Secret of Mana spielen und werde jetzt erstmal die Klappe halten für das Titelbild. Intro, wie auch immer. Ruhig. Dunkelheit breitet sich über dem Land aus, während die Mana-Kraft versiegt. Die Menschheit wartet auf den Helden aus der Legende, der die heilige Waffe mit sich führt. Das Mana-Schwert. So, dann mal ein neues Spiel. P-A-E-Fail-N-O-M. Go! Lange Zeit wurde Mana von den Menschen ausschließlich friedlich genutzt. Dann jedoch bauten einige von ihnen die Mana-Festung, um Mana zu kontrollieren. Das erzürnte die Götter und sie schickten einen Drachen, um die Festung zu zerstören. Ein grausamer Krieg folgte. Mana drohte für immer zu verschwinden. In letzter Minute erschien ein Held, der mit dem Mana-Schwert den Krieg beendete. Das Ausmaß der Zerstörung war gewaltig, aber endlich herrschte wieder Frieden. Das alles ist schon lange her. Vielleicht viel zu lange. Vielleicht. Tauchen wir in die Welt ein von Secret of Mana. Vorweg, ich werde nicht wirklich Stimmen ändern. Manchmal vielleicht. Hey, Junge, wart auf mich. Hey, sei still, wenn der Dorfälteste uns hier entdeckt, wird er böse. Vielleicht sollten wir besser woanders spielen. Es soll hier spuken. Du glaubst wohl alles. Die Erwachsenen wollen uns doch nur Angst machen. Meine Oma hat etwas von einem glänzenden Gegenstand am Wasserfall erzählt. Vielleicht ist das ein Schatz. Komm, den müssen wir finden. Hilfe! Ich falle! Boom. Aua! Mein Kopf! Und nun? Wie soll ich jetzt wieder nach oben kommen? Gute Frage. Nächste Frage. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So. Da. Ah. Phenom. Phenom. Nanu. Ja, und wo kommen die Stimmen her? Das Dorf ist im Osten. Ich brauche etwas, um die Büsche umzuhacken. Ich werde von allein zum Schwert getrieben. Oh. Perfekt. Phenom, zieh mich heraus. Wer spricht denn da? Und was macht dieses Schwert hier? Ah, dieses Licht,
so hell. Ich sehe nichts. Ah, ein Gespenst. Phantom, ich bin's doch nur, das Schwert. Ein sprechendes Schwert? Habt ihr es gehört? Nur ein sprechendes Schwert. Also ich weiß nicht, wie ihr darauf reagieren würdet, wenn ein Schwert euch anspricht. Auf einmal ist das helle Licht verschwunden. Ich muss jetzt doch zurück. So, kurz zum Menü. Das ist das Waffenmenü. Dann gibt es noch ein Itemmenü. Und hier dieses Menü. Und ja, nachher, das werden wir dann sowieso irgendwann dann mal sehen. Also Kleidung ist für Rüstung. Farbe, Fensterfarbe, werde ich offscreen vielleicht mal machen. Tastenbelegung ist eigentlich klar. Verhalten ist für Gruppenmitglieder dann nachher, wie sie sich verhalten. Aggressiv, scheu. Sieht man nachher auch. Level von Zauber und Waffen. Den Level seht ihr dann. Befinden, das sind Statuswerte und ja, wann man das nächste Level erreicht. Und wie viel unser Kontostand beträgt. Und Zielbestimmung. Ich glaube, das war dafür, um Akku zu bekommen. Das weiß ich leider nicht mehr ganz so genau. Habe ich auch nie benutzt. Ja, genau. Ich habe das Spiel früher als Kind. Also ich habe auf Super Nintendo viele Spiele gespielt, aber das Spiel ist wohl, wo die meiste Zeit drauf gegangen ist. Hey, was macht denn ein Pogo-Puschel hier in dieser Gegend? Den mach ich fertig. Kampfsystem, schlagen, 100% warten und wieder schlagen. Ganz leicht. Wenn meine Waffe erreicht habt, dann zeige ich euch, wie es mit dem Level ist und was das bringt. Und das Item-Menü werde ich euch auch noch zeigen, wenn ich eins bekomme. Oh. Au. Da ist ein Bonbon drin. So, da sieht man dann, hier sind die Items. Nicht wirklich viel anders wie bei Waffen oder sonst so. Früher habe ich hier immer trainiert. Der erste Boss, wo ich auch noch im ersten Part machen werde. Aber jetzt weiß ich, dass es unnötig ist. Das werden wir auch noch sehen. Warum? Wieso? Weshalb? Noch ein Bonbon. So, jetzt ist Waffe, also Schwert, Level 1, kann ich euch mal zeigen. Bam. Und noch eine Kiste. Boah. Hier, seht das Viech. Porno-Puschel da. Pogo-Puschel, ja, genau. Und Level 2, das finde ich auch super praktisch und cool. Wenn man Level Up wird, bekommt man seine HP wieder. Lebenspunkte, wie heißen das hier?
HP. Und ins Dorf. Ich werde nicht unnötig mit Leuten reden. Das würde ich jetzt machen, wenn ich blind spielen würde, aber da wo ich kenne das Spiel und die Leute haben ja eigentlich nicht viel zu sagen. Phenom, Gott sei Dank, es geht dir gut. Ich hatte solche Angst. Ich dachte, wir sehen dich nie wieder. Es wäre besser gewesen, ich hätte diesen Trottel gar nicht mitgenommen. Idioten, es wäre besser gewesen, ihr hättet doch nie gespielt. Nanu, Phenom, was hast du da in der Hand? Oh nein, das ist... Cool, hast du etwa den Schatz gefunden? Auf, lass uns kämpfen. Was hast du getan? Du hast das Mana-Schatz aus dem Stein gezogen. Das ist unglaublich. Das Mana-Schwert? Dann ist unser Dorf erledigt. So erzählt es die Legende. Wir sind alle verloren. Im Stein stecken war das Mana-Schwert unser Schutz vor den dunklen Mächten. Deshalb sind plötzlich all diese Monster hier erschienen. Aber wie konnte ein Versager wie er das Ding aus dem Stein ziehen? Hey, hör auf damit! Du bist an allem schuld! Alles wegen dir! Du Vollidiot! Bitte lass das! Ein Erdbeben! Hilfe, ein Monster! Tu doch was, du hast dein Schwert, los! Hey, zuerst macht er uns dumm an und dann will er noch Hilfe. Dass wir den zuerst vorwerfen lassen und dann, ja, aber so sind wir nicht. Hey Junge, hörst du mich? Beobachte das Monster und greife erst dann an. So, jetzt werdet ihr gleich sehen, was ich gemeint habe mit trainieren unnötig. Hey Junge, ich habe eine Idee. Halte das Schwert vor dich und warte, bis es 100% der Schlagkraft erreicht hat. Das ist ja das ganze System, wo ich euch erklärt habe. Aber hier beim ersten Boss kann man nicht sterben. Und die Pogo-Puschel geben nur 1 EP, also draußen kommen andere Monster und dann levelt man viel besser. Falls ich mal wirklich leveln sollte, dann tue ich das offscreen. Sehe ich euch nicht antun, sind unnötige Parts. Oh, noch zweimal schlagen. Au! Und das? Oh Gott, bin ich dumm. Oh mein Gott, oh mein Gott. Kann ich jetzt failen? Oh nein, ich will sterben. Und wieder dasselbe. Ja, weiß ich. Jetzt stirbt er. Ein Schlag. Autsch. Stirb. Immer noch nicht. Was soll denn das? Also wieder. Ja! Wer ist Batman? Nein, Batman. Nein. Und weiter geht's. Schwertorb erhalten. Du hast ihn besiegt. Warte, ich zieh dich nach oben.
Ja, fetter Klau, weg! Memme! Es scheint dieses das echte Mana-Schwert. Aha, und weiter? Es heißt, in Zeiten der Not käme ein Ritter, um das Schwert herauszuziehen. Du bist jedoch viel zu jung. Irgendwas muss mit dem Schwert geschehen sein. Hier, nehmen Sie es. Das geht nicht. Das Schwert ist kraftlos und muss aufgeladen werden. Nur du kannst dies tun. Du hast es herausgezogen. Und wie geht das? Besuch Aquaria im Wasserpalast. Sie beschützt die Sand seit 200 Jahren. Sie kann dir weiterhelfen. Der andere Heini. Phenom, der Dorfhölzer will mit dir sprechen. Gut, ich muss dann auch weiter. Übrigens, ich heiße Victor. Ich warte auf dich vor dem Wasserpalast. Okay. So, dann werde ich diesen Part jetzt beenden. Freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Und lasst mal Kommentare da, was ich verbessern kann. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.